viele Anrufer berichtet, dass entflohene Rikers-Sträflinge die ganze Stadt in der Gewalt haben. Es gibt Sperrgebiete im Herzen von Manhattan. Eine Dystopie aus den Filmen der 70er wird Realität. Wer ist da? Yuri, ich bin auf ein paar Rikers-Sträflinge gestoßen. Sie haben eine Festung gebaut. Besser als die, die ich früher aus Sofakissen gebaut habe. Mich hat ein Streifenwagen angefunkt. Sie wollten einschreiten, aber die waren in der Überzahl und wir haben einfach zu wenig Manpower. Dein Glück. Du hast Spider-Man-Power. Nicht schlecht, oder? Ich hätte in die Werbung gehen sollen. Ein Nachteil, wenn man im Notfall zu wenig Männer hat. Und ihn auf den Boden! Das ist Buff. Willkommen zurück zu Spider-Man, meine Freunde. Wir haben noch ein Sträflingslager und ein Sable-Lager vor uns. Und ich dachte mir, die nehmen wir jetzt einfach mal auseinander. Das sollte relativ relativ fix gehen. Ja, ich krieg's zurück. Verstärkung. Alles klar. Ich brauch keinen Schlaf. Du. Oh, trifft 5 Gegner mit Stolperminen. Hey, Spidey! Fall aufgewürzt! Hab ich sie? Ah, ich hab sie ausgerüstet. Ich spalte dir den Schädel! Hops! Mehr Häftlinge! Hallo! Fühl mich seltsam, als einziger nicht in Orange herumzulaufen. Kann ich nur zustimmen. Spider-Man, die Leute hier sagen, dass die Ausbrecher versuchen, in ihre Häuser einzubrechen. Das habe ich auch gehört. Sie wollen eins übernehmen. Wir kriegen sie viel leichter auf der Straße. Ohne Geiseln. Ich arbeite dran. Ich melde mich später. Keine neue. Jetzt habe ich eine. Wo steht der? Ach, da hinten. Der Babsack. Den holen wir uns. Sorry, kein Eintritt während der Vorstellung. Tschüss. Wieder einer weg. Einer weniger. Und noch einer. So. Werf eine Granate! Ups. Nimm das! Ich glaube, ich zu okay, sehr okay, ihr seid wirklich zu spät, Leute. Da wird wohl eine Gebühr wegen Nichterscheins fällig. Ich schieß dich in Stücke!
Hier, für euch. Sollte es gewesen sein. Oder? Nein, natürlich nicht. Wie immer in diesen Lagern haben wir einen Typen. Das wird wehtun. Der nicht zu uns kommt. Der steht immer an irgendeinem Punkt und wartet. Entweder an der Wand oder versteckt sich irgendwo. Aber einen haben wir mindestens immer. Die Belagerung der Burg Manhattan ist vorüber, my lady. Danke. Ich schicke ein paar Wagen, die bringen die Kerle wieder in den Bau. Und nenn mich bitte nie wieder my lady. Alles klar, my lady. Entschuldigung. Gute Nachricht. Ein Rikers-Ausbrecher sagt, sie bauen keine Stützpunkte mehr auf. Aus welchem Grund das denn? Du. Man könnte sie leicht über die Stützpunkte entdecken. Sie sind in kleineren Gruppen wieder auf der Flucht. Dann dauert das Einlochen zwar etwas länger, aber es ist sicherer. Vor allem für New York. Ja, genau. Gut gemacht. Ach, schön. So, wir haben jetzt noch ein weiteres Sable-Lager. Also, wir wissen, dass ich in einem Kriegsgebiet lebe. Ja, das wusste ich auch nicht. Diese ganzen kleinen Dinger, die werden wir nicht machen. Das mache ich vielleicht ein bisschen offscreenig oder so. Keine Ahnung. Das letzte Sable-Lager ist hier. Das heißt, wir nutzen jetzt, glaube ich, nochmal die Schnellreise. Und ich sag scheiß auf die kleinen Dinger. Die sind halt, das ist halt Wiederholung. Mir geht's eher um das Gespräch, dass ihr das nochmal mitbekommt. Das war auch ein sehr schönes Szene hier, wie wir Bahn fahren mittlerweile. Und man könnte, wo wir gerade hier sind, unser Kostüm nochmal wechseln. Das brauche ich halt noch. Brechend mal. Mal gucken. Keine zugehörige Kraft. Wir nehmen das mal mit. Mit Erschütterungstechnologie. Boah, jeder Schlag haut die Gegner in die Luft. Eigentlich ganz geil. So, wir gehen zum Sable-Lager. Das wird gefühlsmäßig... 1043. Entflohene Häftlinge entführen einen Bus. Officer bei Sutton Place. Etwas länger dauern. Die dauern immer etwas länger, weil die... Weil die Gegner etwas stärker sind. Yuri, es klingt verrückt, aber die Sable Agents verhaften Personen und rauben sie dann knallhart aus. Du meinst Beschlagnahme von Vermögen? Das machen Drogendealer, Mafiosi. Ja, aber sie machen das bei Leuten mit fetten Autos oder Schmuck. Was sie zu Kriminellen macht. Behandle sie auch so. Werde ich, Yuri. Keine Sorge. So, ich habe auch ein tolles neues Feature gelernt. Jetzt endlich, so kurz vor knapp. Wenn wir scannen und wir sehen, da steht Gefahr, wird da von jemand anders gerade gesehen. Sobald da aber steht sicher, können wir ihn uns holen. Ganz lustig. Und da steht jetzt sicher, nämlich. Ich würde ihn jetzt einfach wegschießen, aber das funktioniert nicht. Jetzt können wir ihn uns holen, ohne dass uns einer sieht. Schön, oder? Zentrale, Hinweise auf Spider-Man. Jemand soll herkommen. Bereithalten und vorrücken. Aber bevor wir jetzt es noch zu lang in die Länge ziehen. 65 Treffer-Kombo. Ja. Stromschläge. Machen wir einfach das. Und manche von diesen Sable-Typen sind gegen unser Netz immun. Da bleibt uns nur die Chance, drauf zu kloppen. SM1, SM1, zum Beispiel diese hier.
Wie ihr seht, das verbloppt einfach. Was etwas schade ist. Aber was soll man machen? Da müssen wir wohl durch. Und die habe ich jetzt auch gelernt. Aber ihr hört es ja schon. An unseren Schlägen. Da muss man einfach hartnäckig sein. Oh nein! Deswegen mag ich die auch nicht. Und da drauf. Das ist auch ganz schön. Ich muss dann anfangen zu wehren. Aber wir können ja das nicht machen. Oh doch, es geht. Vorsicht, er ist in der Luft. Ah, komm schon. Das sind die Stromschläge. Oh, hey, Jungs von der Verstärkung! Eure Chefin hat gerade gesagt, ihr sollt euch den Rest des Tages freinehmen. Ich schwör's! Und bis. Kann ich die jetzt? Ja. Ah, wunderschön. Schlechte Nachricht. Mehr Sable-Typen. Gute Nachricht. Gibt's keine. Ich wollte sie sowieso fertig machen. Aber so ist es noch lustiger. Danke. Ah, wunderbar. Jetzt haben wir sogar die Erlaubnis. Noch mehr von denen. Ich würde mich ja ergeben, aber nur, wenn ich auf dem Weg zum Knast die Sirene anmachen darf. Alle. Ah, damit habe ich nicht gerechnet, dass da doch einer kommt. Ich bin an ihm dran. Bisschen heilen.
Ihr Jungs kriegt einfach nicht genug. Sagt Silver Sable, ich bin nicht interessiert und sie soll aufhören, mich zu stalken. Ihr könnt mich besiegen, das stimmt. Dem bin ich ausgewichen. Den nehmen wir wieder mit. Ich mag diese Rüstung nicht. Da klingen unsere Schläge nicht so wuchtig. Damit hätten wir auch den letzten Sable-Stützpunkt. Das hat länger gedauert, als es sollte. Und bei jedem Sable-Stützpunkt muss man natürlich noch die Tür danach einreißen. Das wäre nicht abgeschlossen. Kein Ding, Mann. Captain, die Leute sind alle draußen und haben ihr Eigentum wiederbekommen. Gut, und Sable International schwört, dass die Einheit angezeigt wird. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube es auch noch nicht so ganz. Spider-Man, gute Nachrichten. Der Bürgermeister greift bei Sable International durch. Keine Verhaftungen in New York mehr ohne Gerichtsverfahren. Wahrscheinlich nur aus Angst vor schlechter Presse. Endlich mal ein klarer Sieg. Ah. Also nicht wirklich. Das Fußvolk bei Sable ist sauer, weil du den Agents das Geschäft verdorben hast. Die haben dich jetzt noch stärker im Visier und keiner kann sie stoppen. Mittlerweile stresst es mich mehr, wenn keiner mich fertig machen will. Sollen sie kommen, ich bin bereit. Ich wollte gerade sagen, also, wir haben nicht das Problem jetzt unbedingt. So, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit der Hauptmission. Das seht ihr aber in der nächsten Folge erst. Also nur so ein kleines Zwischending, damit ihr ein bisschen seht, wie es abläuft.